So, da vorne Ota Fleischbrenner. Nur Scharfschützen, das ist nicht gut. Flasche. Siehst du nicht, wie viele wir sind? Pass auf deine Hände auf! Er wird dich packen! Und das war's mit ihm. Roter Fleischbrenner, das war sehr schnell erledigt. Auftrag abgeschlossen. Und wir sind auch schon weg, denn das tue ich mir nicht an mit solchen Leuten. Oh, wir sind mitten in einer Festung. Was war das? Oh, das ist hier die Festung. Dennoch, bleibt wachsam. Machen wir auch gleich das hier in dieser Folge. Was für ein erbärmlicher Tod. Wenn man eine Gruppe Uruks anführen will, sollte man zumindest im Kampf sterben. Bleib wachsam. Sicher ist sicher. Ich habe hier draußen schon länger überlebt als alle anderen. Und wurde immer noch nicht befördert. Wenn ich dir die Zunge rausschneide, redet sie dann noch weiter? Hast du das gehört? Hör nicht auf zu kämpfen, Waldläufer! So, das war der erste. Gut, tschüss. Doch ich würde es noch mal tun, nur um dich kämpfen zu sehen. Oh, das ist. Oh, shit. Knochen!
Na gut, ich bin weg. So. Wenn unser Häuptling zu reden beginnt. So, das war jetzt einmal so holprig. Wo bin ich? Ich bin da oben. Ich glaube, ich nehme mich diese Woche in Erinnerung. Ja, es sind auf jeden Fall einige Orks. Okay, aber wenn ich jetzt. Ich meine, das ist jetzt mein Erzfeind, ja, okay. Aber ändert das irgendwas jetzt. Was kann mein Erzfeind, sag ich, so Besonderes, dass er mein Erzfeind ist? Was ein anderer nicht kann, der nicht mein Erzfeind ist. Was ist der Vor- und Nachteil eines Erzfeinds, sag ich mal so? Wahrscheinlich gibt es eh nur Nachteile. Gut, das machen wir jetzt einmal, diese 25. Die Sklavenmeister in den Minen müssen ihre Bleich heute härter arbeiten lassen. Ja, der Rüstmeister will nicht länger auf seine Vorräte warten. Was ist das? Dein Wettstein steht schon den halben Tag lang still. Nein, nehme ich jetzt nicht. Ich will nämlich diesen Auftrag da drüben annehmen. Wir sind hier überlegen. Zum Mann gegen. So, danke und tschüss. So, mal schauen, was der Golem noch zu sagen hat oder was wir herausfinden. Komm schon!
Folge uns, leuchtender Herr. Wir gehen zu den Schätzen. Beim letzten Mal gab es keine Ochse. Okay. Sie sprießen aus dem Boden hervor. Gimo war langsam. Ich bin viel schneller. Falls du versuchst wegzulaufen, dann fang ich dich nicht los. Ich töte dich. So vielen Jahren. Leuchtender Herr bringt uns zum Schatz. Wir zeigen es ihm. Wir zeigen es ihm und okay. Er belohnt uns. Wir mögen den leuchtenden Herrn, den edlen Herrn. Er riecht gut wie Fisch an der Luft. Aber der dreckige, diebische Waldläufer kommt mit. Dreckiger Waldläufer, er riecht, er stinkt, er tut uns weh, er bestiehlt uns wie Beutlings. Er zeigt ihn uns, dann nehmen wir ihn. Er zeigt ihn uns, dann stiehlt er ihn. Ach, nein, nein! Wir nehmen ihm den Schatz. Wir nehmen ihn, oh Spitzestein. Aber nicht wehtun, nicht wehtun. Braver Spitzestein, führe uns, leuchtender Herr. Ihr geht, wir warten hier auf euch. Okay. Dein Freund scheint uns allzu gern in Gefahr zu stürzen. Das Wissen über meine Vergangenheit ist jede Gefahr wert. Artefakt der Mission. Sehr schön.
Welch ein edles Geschenk. Ein Geschenk. Doch wo ist mein Schatz? Komm her! Läuft der Herr! Lass ihn gehen. Diese Träume, sie geben uns keine Antwort, nur weitere Fragen. Das sind nicht bloß Träume. Mit jeder Vision wird meine Macht noch stärker. Der Herr wird uns beschützen. Der Waldläufer geht lieber. Sehr gefährlich ist es hier. Wir warten am alten Turm auf ihn. Gollum wird uns bei der ersten Gelegenheit an die schwarze Hand verraten. Er mag den dunklen Herrscher nicht. Diese Kreatur spielt eine Rolle im Schicksal Mittelerdes. Ich kann es spüren. Na gut, das war's mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Mach's gut. Ciao.